Die kommenden Sätze werden nun in den Parteizentralen des Landes für Schnappatmung sorgen. Aber ich kann es euch nicht ersparen. Ja, die Bierpartei wird bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Zwar hat man das gewünschte Budget von 1,2 Millionen Euro bis 30. April nicht erreicht, doch Vlasny sieht das Glas mehr als halb voll, verkündete er am Dienstag in einem Pressestatement. Unser Finanzierungsziel ist mehr als zur Hälfte erreicht. Unser Glasl ist quasi halb voll und es füllt sich stetig weiter. Der Zuspruch ist überwältigend. Der studierte Mediziner, der lange vor allem als Bandleader Marco Pogo bekannt war, nützte seinen Auftritt, um ein weiteres Mal für eine Mitgliedschaft bei seiner Bewegung zu werben. Es ist wirklich ein reger Austausch. Aus jedem Stammtisch entstehen Ideen, seitenlang, die wir verarbeiten. Und wir hören das, was ihr am Stammtisch diskutiert. Was man rund um die Bierpartei sehen kann, ist, dass die Menschen in Österreich nicht politikverdrossen sind. Sie sind vielleicht politikerverdrossen und das kann man durchaus nachvollziehen. Aber auf keinen Fall politikverdrossen, weil die Entscheidungen, die die Politik fällt oder fällen sollte, uns alle was angehen. Und dieses, ich kann mich einbringen, ich kann mitreden, ich werde gehört, ist genau das, wofür die Bierpartei steht. Fragen an Vlasny waren nicht erlaubt. Die sollen erst bei seinem nächsten Presseauftritt am 8. Mai möglich sein. Mit mehr Gesichtern als das meinige. Wir informieren euch darüber, wie gehabt. Die Bierpartei ist gekommen, um zu bleiben. Danke.